Willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Ghosts. Es geht weiter. Ich gehe gleich einmal hier aufs Spiel vorsetzen, weil im Moment die Musik übelst laut für mich irgendwie ist. Dann geht's ab in die nächste Mission. Wir haben die Föderationsflotte weggelockt. Aber die Fabrik wird von einem Schiff bewacht. Ein Zerstörer, der vor modernsten Waffen nur so strotzt. Seine Luftabwehrwaffen lassen keinen Angriff von oben zu. Doch es ist an einer Stelle verwundbar. 60 Fuß unter der Wasserlinie. Nahe der Ventilationsöffnung. Keegan, Logan, das ist euer Job. Macht uns den Weg zu der Fabrik frei. Verstanden. Wir schicken ein weiteres Schiff auf den Friedhof. Genau, da haben wir jetzt auch das letzte Mal aufgehört. Ich schaue jetzt mal trotzdem noch mal kurz wegen. Ja, da müssen wir das hier runterdrehen. Auf die 7 nochmal. So. Dann können wir hier auch wieder lauter drehen. So, da la. Okay. Genau, weil hier waren wir jetzt das letzte Mal schon unterwegs. Upsala. Genau. Sauerstoffniveau sieht gut aus. Hier schön unter Wasser. Nice. Okay. Irgendwie bin ich trotzdem irgendwie noch ein bisschen gehypt von diesem Call of Duty. Weil es ist echt gut, muss man echt sagen. Die einzelnen Missionen sind nicht zu lang. Sind auch nicht zu schwer. Ist eigentlich perfekt. Und da oben sind Haie. Ja. Ich weiß jetzt nicht, will der Herr uns irgendwie was antun? Nee, oder? Der ist friedlich. Oh, ich häng da irgendwie. Okay. So, wir sollten jetzt irgendwie dieses Schiff, dieses Boot, denke ich mal, ausschalten. Deswegen müssen wir uns jetzt so langsam anschleichen. So. Da oben, glaube ich. Okay. Ah ja, haben wir schon. Die Bootpatrouille. Wir haben wohl Gesellschaft. Warte, bis sie sich trennen. Okay. Weiter geht's, aber schön unten bleiben. Okay, also die ahnen irgendwie schon, dass sie angegriffen werden. Denk dran, unter Wasser sind Kugeln nicht so effektiv. Man braucht immer 2 oder 3 Treffer. Feuerfreigabe. Gut gemacht. Okay. Los durchs Wrack, damit wir in Deckung bleiben. Und halt Abstand von der Oberfläche. Okay, das kann ich machen. Also ähnlich wie im Weltall, ganz am Anfang. Aber hier braucht man anscheinend mehrere Kugeln. Im Weltall war das, glaube ich, nicht so schlimm. Okay. Da haben wir nämlich irgendwie eine Tauchkapsel. Aber werden die gesucht? Warum? Woher wissen die vielleicht, dass wir da unterwegs sind? Aha. Okay. Die schaffen da irgendwas nach oben. Das war knapp. Hier lang. Okay, das Boot Scheiße. Fährt auch. Scarecrow, wir haben hier unten eine Menge Aktivität. Sie bleiben Teil der Schiffswaffe. Schiffen könnten immer noch Waffen und Nuklearteile sein. Wir geben es weiter. Gut gemacht. Ich zähle 4. 1, 2, 3. Wo ist der vierte? Da ist der vierte. Moment. Jetzt ist eh vorbei. Feuer frei! So, wo ist der vierte? Da hinten. Sicher. Okay, hätte ich jetzt nicht mehr gedacht, dass ich den erwisch. Sieht aber ganz gut aus. Hier ist 6-2.
Ja, wir sind unterwegs. Da haben wir wieder so eine Tauchkapsel. Ich glaube, die nennt man auch direkt Tauchkapsel, oder? Kann es sein? Ich glaube schon. Oh. Sie scheinen zu haben, was Sie wollen. So eine gute Position zum Flankieren. Okay. Alter, was machen die da? Das alte Flug. Feuerfreigabe. Okay. Sie wissen wohl, dass wir hier sind. Ja, aber nicht mehr lange, ey. Nachladen. Okay. Ach, du vor dir. Hey. So, der ist. Ach, da. Ja, wunderbar. Nee, einer ist noch. Rechts. Oh. Ich hätte eigentlich noch E gedrückt. Oh, Alter, komplett alles neu. Alles klar. Oder war das jetzt. War vielleicht auch ein bisschen gescriptet, dass hier einer anrauscht. Ich muss den hier gleich immer ausschalten hier. Ne, wunderbar. Der kam halt einfach so angeschwommen. Alter, die sind richtig schnell unterwegs. Aber Headshot ist halt Headshot. Wo bist du jetzt hin? Bist du noch unten? Okay, kontrolliere deinen Sauerstoff. Wir gehen unten durch die Höhle. Mit Höhle meinst du einfach die Container, oder? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wir gehen weiter runter. Behalte den tiefen Messer im Auge. Okay. Ich glaube, du machst es schon. Also wenn bei dir irgendwie was nicht passt, muss ich halt schnell auftauchen. Denke ich mir jetzt bei mir nichts. Okay, jetzt verstehe ich das so langsam mit Höhle. Alright. Aha, am Theorie zocken. Ja, klar. Oh, Mr. Chat wieder. Was ist da los? So. Wunderbar. Ja, ich brauche mal wieder ein paar Theorie-Missionen hier. Ach Quatsch. Jetzt dürfen wir wahrscheinlich schweißen, oder? Ich muss gerade mal was für Schule machen. Oh Gott sei Dank bin ich da rum, hä? Oder bin ich da fertig? Aber vielleicht ergibt sich ja nochmal bei mir was. Aber da muss man einfach durch Schule. Ui! Ist halt trotzdem noch wichtig. Das sind lauter irgendwie rote Fässer, die jederzeit explodieren könnten. Okay, okay. Bewegung. Holy shit, was machen die da oben? Vor allem, was machen die da unten eigentlich? Ist das nicht übelst gefährlich für uns? Wir müssen ja Boot aufhalten. Ja, alles klar. Oh. In den Leuchtturm. Alright. Uhu. Das war mal ein Leuchtturm, oder? Scheiße. War echt cool gemacht. Ziel erfüllt. Wunderbar. Wusste zwar also nicht so genau, wie man das Ding steuert, aber ich habe es irgendwie trotzdem noch ganz gut hinbekommen. Jetzt stützt ja alles ein.
Lex Green. Und die schwimmen tatsächlich nach oben, oder? Oh, die schießen auf uns. Ja, die bekommen wir schon. Vor allem, wenn die da von oben herabkommen, können wir die eigentlich ja schon mehr oder weniger von der Weite sehen. Und wenn die um die Ecke blinzeln hier. Alter. Oh Gott! Deckung. Gibt's da irgendwie kein oben, kein unten irgendwie? Der ist down. Immer noch. Okay. Oh, servus Christi, hey. Oh, von hinten. Ich da jetzt der Teammate am geschossen. Nee. Okay, aufpassen. Nee, da ist noch einer. Rechts vor dir. Nehme ich den da oben? Da ist doch hinterm Stein ist noch etwas. Das ist wieder ein super Teamplay. Halt, der hat nicht wirklich eine Granate geschmissen, oder? So. Okay. Du könntest doch ein bisschen mehr schießen hier. Vor allem, wie viel kommen denn da noch, hey? Okay, sehr schön. Ich habe auch nicht mehr viel. Ne, ich habe schon noch Munition. Kein Ding. Okay. Aber die haben uns jetzt definitiv mitbekommen. Aber wie wir das jetzt einfach das Schiff abgeschossen haben. Ja, mal schauen, Wasserbomben. Okay, Chillax. Chillax. Oh Gott, okay, ich komm. Wenn ich Damage bekomme, dann renne ich schon. Go, 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 go. In Schiffs. Sind wir ein bisschen geschützt, wenigstens. Ja, genau, wunderbar. Sollten. Okay, nachgeladen ist. Ich denke mal, Atem haben wir eigentlich auch noch genügend. Hoffe ich jetzt einfach mal. Aber einfach mal ein komplettes Wasserlevel. Wie geil ist das denn? Das habe ich auch noch nie gehabt in Call of Duty. Naja, wenn man bloß ersten oder zweiten Weltkrieg spielt, dann kommt man nicht so ins Wasser. Höchstens mal ein bisschen übers Wasser. Haben wir da jemanden? Hi. Ja, die Hai da. Okay, der checkt uns nicht, Gott sei Dank. Wo ist der hin? Oh no. Wuhu. Könnten die eigentlich alle abknallen? Das ist kein Problem. Ich hätte genügend Munition. Bleib am Eingang. Warte, bis ich durch
Langsam und auf Abstand bleiben. Okay, ich warte hier einfach mal. Oh mein Gott! Ja, das war sogar. Okay, das war jetzt nicht gescriptet. Langsam und auf Abstand bleiben. Okay. Dann versuche ihre Bewegung vorauszuahnen. Los jetzt. Okay. Okay, nee, dann bleibe ich jetzt einfach mal beim Kiegen. Aua. Bleib weg von den Fenstern. Ja, bleib ich. Uhu. Durch die Luke, los. Kriechen denn irgendwie gerade im Arsch herum. Aber da bin ich wenigstens safe. Da passiert was. What the heck? Scarecrow, hier 6-2. Nähern uns Sammelpunkt Echo. Alles bereit für Phase 2. Verstanden, 6-2. Schön von euch zu hören. Okay, schnell hier rein. Wem sagst du das? Huh. Die Vögel sind jetzt startklar. Haben grünes Licht für Phase 2. Oh yeah. Verstanden. 6-2 Ende. Das heißt, Phase 2 ist wahrscheinlich auf dem Deck ein bisschen herum.